So, und da sind wir wieder bei Pokémon Perl. Ich habe mir gerade noch mal überlegt, ob ich jetzt weitermache. Und wir waren ja auf dem Weg hier zur nächsten Stadt. Und die ist offensichtlich hier oben. Beim verwiesten Pfad. Ich gehe jetzt erstmal hier links noch mal gucken, ob ich da vielleicht ein Item finde. Aber wir müssen eigentlich rechts lang. Ja, da ist ein Item. Damit ich da. In der Zeit, in der ich das hier jetzt gemacht habe, hätte ich auch so einfach da rumgehen können. Oh, Felsgrab. Und natürlich wieder ein Pokémon. Also, Kleinstein Level 5, das geht ja. Das brauchen wir ja nicht anzugreifen. Unser nächstes Ziel wird ewig genau sein. Davor haben wir aber auch noch ein kleines Dorf. Eigentlich ist hier gar nichts eine Stadt. Eigentlich ist alles hier ein Dorf. So. Ziehst du verschiedene Arten von Pokémon auf? Wenn du nur Pokémon eines Typs besitzt, wird es irgendwann schwer für dich, gegen Pokémon, die gegenüber diesem Typ im Vorteil sind, zu bestehen. Also ich hatte keine Schwierigkeit mit Roter Blitz. So, Aufwecker. So, und gegen dich kämpfe ich auch noch. Lass uns kämpfen, während wir den Duft der Blumen genießen. Mache ich ja nicht so oft. Den Duft von Blumen genießen. Und nicht kämpfen. Kämpfen tue ich öfters. So, Shinnok's Tackle. Gegen Knospi. Das bestimmt gleich Absorber macht. Ja, oder Wachstum. Kommt eigentlich auf selbe hinaus. Wenn es Wachstum macht, dann bereitet sich das Viech nur vor. Auf den Angriff. Aber das hat trotzdem nicht beschützt vor dem Angriff hier. Higoki. Ich weiß immer noch nicht, wie man das richtig ausspricht. Das habe ich noch nie gefangen. Natürlich setzt es auch Wachstum ein. Wahrscheinlich gleich Absorber oder sowas. Nee, Wachstum. Doppelwachstum macht noch mehr Spezialangriff. Und ein Volltreffer. Hätte es vielleicht mal vorher machen können. Obwohl ich verloren habe, bin ich nicht wütend, denn es riecht hier so gut. Das höre ich nicht sehr oft. Und ein Käfersammler. Ist ja ein leichtes Spiel. Sag mal, was hältst du von Käfer-Pokémon? Also ich finde sie schwach. Die meisten. Die entwickeln sich zu schnell. Mit Zipurze brauchst du mir gar nicht erst ankommen. Einmal eine Feuerattacke und dann sind sie weg. Gut, die können Geduld. Aber dafür fehlt mir die Geduld. Deswegen schicke ich Roter Blitz schnell rein. So, in der nächsten Runde wird das Energie entladen. Ja, hier, wie man sieht. Und normalerweise dürfte das eigentlich viel mehr Schaden machen. Ich habe da die Erinnerung, dass das fast alles wegmacht. Aber gut. Ist das halt eine schwache Attacke?
Und nur ein Warumpel. Ich rede jetzt auch irgendwie weniger, weil jetzt gerade fast 2 Uhr ist. Aber es ist immer noch, immer noch der Tag, kann man jetzt nicht sagen. Wenn es fast 2 Uhr ist, dann heißt das ja, dass es der nächste Tag ist. Also der Tag nach Weihnachten ist jetzt gerade. Um fast 2 Uhr nachts. Deswegen bin ich ein bisschen ruhiger. Hatten wir ja schon mal, dass ich so spät noch aufnehme. Und Level 13. Auf Level 15 entwickelt sich Shinox. Und Shinox erlernt Biss. Das ist schon mal gut. Ja, da gibt es keine Vorzüge der Käfer-Pokémon, außer die sich schnell entwickeln. Und da oben sehe ich schon einen Doppelkampf. Wir können diesen Trainer ganz schnell besiegen, oder? Wir sind die Stärksten in unserer Klasse. Was für eine Klasse soll das sein? Die haben bestimmt, ja, wusste ich doch. Beide Pachirisu. Also ich find's richtig nervig, das Viech. Das paralysiert auch noch. Macht Biss denn mehr als Tackle? Attacken, Biss macht 60 und Tackle macht 35. Shinox, setz Biss ein. Und du setzt Blut ein. Und dann kommen sie auch noch mit solchen hässlichen Attacken wie Ruckzuckhieb. Und zwar beide. Da hilft selbst Glut nix. Okay, wenigstens kann Shinox mithalten mit roter Blitz. Von der Stärke her. Was? Das überlebt auch noch? Ja, und dann Heuler einsetzen. Natürlich. Wenn ich euch nicht töten kann, dann nerv ich euch. Das ist das Motto von den Viechern. Und beide nochmal Ruckzuckhieb auf Shinox. Und hier nochmal ein Blut. Vielleicht hätte ich dann andere Pachirisu mit Glut angreifen sollen. Darauf gibt es jetzt einen Biss. Und tschüss. Ich hätte echt heute Mittag erst aufnehmen sollen. Dann wäre ich viel gesprächiger. Viel, viel gesprächiger. Ich habe auch bemerkt, wenn ich wütend bin, dann habe ich halt einen besseren Kommentarstil. So, was haben wir denn hier? TM09, Kugelsaat. Ah, das einzige Pflanzen-Pokémon, weil ich habe, ist Knospi, also nicht sehr viel. Was haben wir denn hier für Pokémon? Bidiza. Bidiza. Setz mal Biss ein. Was? Und es lebt noch? Schäm dich, Bidiza. Stirb. So spät sollte kein Bidiza mehr auf sein. Und ich muss bald mal mein Pokémon-Team heilen. Das bringt es voll, so viele Pokémon bei sich zu haben und dann nur eine, also zwei einzusetzen. Hier sind ja immer noch die gleichen Pokémon wie dort unten. Glaube ich mal.
Aber nachts sind doch andere Pokémon hier, oder? Und wieder nur so ein Wachstum hier. Tackle. Und Level 14 erreicht. Noch ein Level. So, ich könnte jetzt Shinnok hier unten trainieren oder direkt mal hier nach Flori gehen. Und ich gehe erstmal nach Flori. Hier gibt es nämlich auch noch was zu tun. Ach ja, und ich war noch nie, dort unten. Das habe ich noch nicht gezeigt, aber ist auch nicht wichtig. Da ich eh kein Internet mit dem Teil hier machen kann. Oh. Ja, hier sind wieder Bärensträucher. Oder noch Bärensträucher. Die wurden ja freundlicherweise in der fünften Generation, glaube ich, weggemacht. Ja, das war ein schwerer Verlust. Natürlich. So, man muss erstmal hier weitergehen, damit man in Flori weiterkommt. Weil hier wird man nämlich gleich gefragt. Hilfe, Hilfe, Trainer! Kannst du meinen Papa holen? Er arbeitet im Windkraftwerk. Aber die Leute, die aussehen wie aus dem All, sind ganz fies und wollen mich nicht hineinlassen. Okay, da kümmere ich mich sofort drum. Hier beim Windkraftwerk. Und nein, ich will keinen Schalellos. Ich habe hier nämlich auch noch ein Teammitglied vorzuholen. Vielleicht bleibt er drin, vielleicht bleibt er auch nicht drin. Ist auch ein Wasser-Pokémon wie Schalellos hier. Nur halt ein bisschen stärker. Glaube ich jedenfalls. Ich mag Schalellos nicht. Allein schon vom Design hierher. Was? Stay 2 selected. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht, was Falsches drücke. Schon wieder ein Schalellos. Okay, ich kümmere mich nachher darum, was hier an einem Pokémon gefangen wird. Also welches Pokémon hier gefangen wird. Darum kümmere ich mich später. Aber erstmal dieses Schalellos wegmachen. Für ein freies Gras. Ohne Schnecken. Und hier haben wir auch noch einen Pokéball. Und einen Trank nur. Wag es bloß nicht, in das Windkraftwerk zu gehen. Ich wurde angewiesen, dass jedem, der nicht zu Team Galactic gehört, der Zutritt verboten ist. Aber du siehst mir so aus, als würdest du doch versuchen wollen, hineinzugehen. Also gut, dann lass uns den Zutritt kämpfen. Ja, wenn es weiter nix ist. Und du hast eh nur einen Charmian, das wahrscheinlich Kratzfurie beherrscht. Oder Mogelhieb. Was ich auch voll unnütz finde, ist einfach nur zum Nerven da. Und dann auch noch Heuler. Ich glaube, das ist so ein richtiges Nerv-Pokémon. War ja klar, dass da irgendwas mit Katzen kommt.
Kratzende Katzen gehen am Kratzbaum kratzen. Aber das war's jetzt schon mit Charmian. Tschüss, Charmian. Immer noch kein Level ab. Das würde die Entwicklung bringen. Mensch. Na, wenn das nicht großartig ist, von einem dummen Balk aufs Kreuz gelegt, sag das nochmal und ich trete dir ins Gesicht. Aber du kannst gar nichts machen, wenn ich mit meinem eigenen Schlüssel hier einschließe. Dann wär's aber dumm. Denn es gibt nur noch einen weiteren Schlüssel und den haben meine Kollegen, die im Blütenfeld stehen. Ah, und so werde ich vom Verlierer zum Gewinner. Ha! Oder du verhungerst da drin. Tja, ich warte jetzt einfach. Ich hab Zeit. Okay, ich gehe weiter. Moment mal. Bevor ich jetzt weitergehe, will ich jetzt schon das Level ab. Mit einem niegelnagelneuen Luxio kämpfen. Statt nur einem Shinux. Das ist sehr stupide, was ich hier mache. Auch wenn ich jetzt gerade nicht weiß, was ich da gerade gesagt habe. Also sehr stumpf, sehr nicht innovativ. Aber was soll man auch machen bei so einem Moveset? So, hey! Jetzt muss ich auch wirklich A treffen. Shinux entwickelt sich. Glückwunsch, dein Shinux wurde zu Luxio. Warum wird das immer Großbuchstaben geschrieben? So, ein Luxio. So, ich werde nochmal eben hier heilen. Allein schon für Luxio. Das jetzt bald auch wirkliche Elektroattacken lernen wird. Vielleicht sollte ich mal Zubat trainieren, damit ich einen Golbat kriege. Also Knospi können wir ja sowieso vergessen. Jetzt sind die Typen, die hier waren, die wir uns nicht mal angeguckt haben, hier hier drüben. Genug der Worte, gib den süßen Honig her. Tu, was wir sagen. Team Galactic wird den Honig bekommen. Wir werden damit eine große Zahl Pokémon andocken und dann fangen. Hey, das Kind hat alles gesehen. Was machen wir nun? Das fehlte noch, dass ein Kind losrennt und Hilfe holt. Ich bin kein Kind. Außerdem habe ich das auf Band. Die Lösung liegt auf der Hand. Wir sorgen dafür, dass das Balk seinen Mund hält. Nö, könnt ihr nicht. Ich habe immer noch mein Mikro hier. Ha, im Kämpfen könnt ihr mich nicht schlagen. Erst recht nicht mit so einem Wampel. Mit einem Wampel könnt ihr gleich mal nach Hause gehen. Ja, Biss macht jetzt nicht mehr so wenig Schaden. Aber einen Fadenschuss abbekommen. Nochmal Biss. Ich glaube, ich wechsle jetzt mal. Charlotte kann doch eh nichts, oder? Locko ist doch genauso Weiterentwicklung von Baumpel ist genauso wie Saftkorn oder so.
können nur Härtner oder sowas, wenn man die fängt. Zubat, du hast ein super Moveset, muss man sagen. Ganz ehrlich. Nur kurz einwechseln, wenn wir auswechseln, fertig. Ach, die können auch noch Tackle. Die sind innovativ. Hier hast du Glut. Mal sehen, wie du damit zurechtkommst. Überhaupt nicht. Wie zu erwarten. Haha, 69. Das hat sich voll motivierend angehört. Oh, 360. Die Xbox Dollar. Mann, ist das lahm. Sie werden mir den Lohn kürzen. Da musst du dein Video halt monetarisieren. Ich bin als nächster dran. Punkt, Punkt, Punkt. Alle denken sie an das ein. Mit dir zu kämpfen, nachdem du geschwächt wurdest, finde ich äußerst reizvoll. Oh, du geiler Sack. Und der hat auch Zubat. Was für eine Überraschung. Aber ich habe ein Luxio. Was sagst du nun? Ich sag Biss. Und du? Du sagst Erstauner. Das bringt sehr viel, wenn ich schneller bin als du. Ich sage Tschüss. Und was sagst du? Volltreffer. Hätte ich doch nur einige brauchbare Pokémon. Ja, sowas gibt's halt nicht bei so einem Budget. War bestimmt ein ganzes Geld. Diese Rotznase ist stark, sogar mehr als nur stark. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Mir fehlen die Worte, so stark ist das Kind und mein Wortschatz ist recht groß. Sehr viel Worte. Das war's hier für uns. Lass uns zurück zum Windkraftwerk gehen. Oh, was ist das für ein Ding? Sie müssen es hier vergessen haben. Das ist ein Schlüssel, der wird bestimmt zum Windkraftwerk. Ich kann damit nichts anfangen. Du kannst ihn meinetwegen haben. Den K-Schlüssel. Die Schurken wollten mir meinen feinen süßen Honig stellen. Die waren reichlich seltsam, wie sie schon angezogen waren. Zäh. Und was sie gesagt haben, war noch viel seltsamer. Oh, ich muss mich wirklich bei dir bedanken. Bitte nimm dies als Dank. Honig erhalten. Wenn du den Honig auf die Rinde eines süß riechenden Baumes schmierst, lockst du damit vielleicht Pokémon an. Ja, das sind solche goldene Bäume, da muss man Honig dran schmieren. Und dann kommt Pokémon. Also so seltene. Da kann auch Burmi zum Beispiel kommen. Kam Burmi schon mal? Burmi ist auf jeden Fall sehr selten in dieser Edition. In der sechsten Generation kam das ja so einfach so, im Gras fangen. Aber hier ist das noch ein bisschen schwieriger. Da habe ich auch noch nie einen Burmi gefangen. Meine miesen Ausweichkünste. Hä? Miese Ausweichkünste? Ich kann doch gut ausweichen. Es ist von innen abgeschlossen. Schlüssel verwenden. Die Tür zum Windkraftwerk ist offen. Ist der Schlüssel auf der anderen Seite wieder ausgefallen? Wie bitte? Nee, oder? Du hast den Schlüssel. Da hätte man die Tür ja gar nicht abschließen müssen. Jetzt bin ich der große Verlierer. Aber ich habe keine Zeit für Selbstmitleid. Ich werde dem Commander Bescheid geben. Und abhauen. Natürlich. So, ich tausche mal eben mit Zubat. Denn hier kommt schon wieder einer. Ich mache keine Späße, Kind. So handhabt das ein Profi. Ach, spielt Tennis. Wieso denke ich bei Profi an Tennis? Und der hat ein Panekon. Und warum kann sich auch in ein Panekon entwickeln? Glaube ich, oder? So, roter Blitz macht das mal eben.
Giftstachel. Hätte sich was Besseres aussuchen müssen. Ernsthaft. Und ich werde hier gerade angeschrieben, ob ich Lust auf TF2 habe. Von einem gewissen Herr, der mit L anfängt, der hier unbedingt in meinen Let's Play rein wollte, wie man sehen konnte. Ich werde ihm gleich nach dem Video antworten. So, roter Blitz, Level 18. Du bist schon so groß, mein Junge. Du darfst dir jetzt schon Filme ab 18 angucken. So, da ich jetzt aber keinen Bock habe, zum Pokémon Center zurückzulaufen, werde ich Gegengift benutzen. Noch ein Noob. Elektrizität aus dem Windkraftwerk abzapfen, das ist unsere Mission. Boah, was eine geile Mission. Elektrizität bei Eon abzapfen. Mit einem Wumpel. Und einem Zubat. Das ist unsere Erfolgsstory. Wir sind normale Menschen. Wie du und ich. Doch wir haben grüne Haare. Und wir zapfen Strom bei Eon ab. Wieso ich gerade so rede? Keine Ahnung. Frag doch das Wumpel da. Zu spät. Jetzt ist es weg. Und ein Charmian wird eingesetzt. So, Charmian. Ciao. Vielleicht. Das setzt bestimmt jetzt eh gleich. Das Ding ist wieder ein, ich habe keine Ahnung, wie das heißt, wo ich die Runde aussetzen muss. Nee, doch nicht. Okay. Das war ein nettes Charmian. Da geben wir doch mal eben Applaus. Ich brauche echt so ein Soundboard, wo Applaus kommt. Ich mag keine Kinder, die auch noch starke Trainer sind. Ach, da kenne ich wenige. Ich bin einer der drei Commander von Team Galactic. Wir werden eine neue Welt schaffen. Eine Welt, die besser ist als diese. Aber niemand versteht unsere Pläne und findet sie gut. Du verstehst uns auch nicht, oder? Das macht mich traurig. Kämpfen wir, um zu sehen, welche Schritte wir als nächstes gehen werden. Wenn ich gewinne, verschwindest du hier. Gewinnst du, werden wir, Team Galactic, hier verschwinden. Ja. Wir wissen ja alle, wie das ausgeht. Zubat gegen Zubat. Ein epischer Kampf, der plötzlich entbrennt. Doch ich habe keinen Bock, mit einem schlechten Zubat zu kämpfen. Ich, für meinen Teil, werde roter Blitz einwechseln. Und dann gibt's Feuer. Oder Biss. Das hat sehr viel gebracht. Muss ich jetzt mal hier anbringen. Da gibt's auch noch ein Ciao. Naja, das hast du wenigstens geschafft. Den Gegner verbrennen und dann wieder Blutsauger einsetzen. Super. Der kriegt wahrscheinlich ziemlich wenig wieder an KP und verliert das sowieso durch Brand. Das hat's gebracht. Was glaubst du, stellst du da mit meinem Pokémon an? Ich verbrenne es. Siehst du das nicht? Also ernsthaft, ey. Zubat Level 7. Schnurrgast. Die Weiterentwicklung von Charmian. Oh, das für dich auch mal zu Gesicht bekommen. Ist bestimmt hässlich. Ja, kann man so sagen. Solche fetten Katzen habe ich noch nie gesehen. Höchstens auf YouTube. Oh, hoffentlich bist du genauso schnell weg, wie du gekommen bist.
Denn das Viech kann wirklich nerven. Es muss nicht nur hässlich aussehen, um gut zu nerven. Aber ein paar Tempohiebe, dann gibt's Tempo aufs Auge und dann ist der Kampf auch schon vorbei. Und 627 EP. Reicht doch glatt für einen Levelaufstieg. Und Flammenrad, eine meiner Lieblingsfeuerattacken. Da würde ich doch glatt Kratzfurie vergessen für. Habe ich früher auch so gemacht. Unfassbar, ich habe verloren. Du dreist Rotznamen. Ihr habt immer die gleichen Argumente, oder? Obwohl das gar kein Argument ist. Ups, da habe ich aber ordentlich Mist gebaut. Aber das macht rein gar nichts. Ich habe den Kampf genossen. Und nun verabschiede ich mich fürs Erste. Verschwinden wir. Nee, was? Nun verabschiede ich mich. Und verschwinde von hier. Fürs Erste. Und fürs Letzte. Team Galactic. Sie sagen, sie müssten einfach Pokémon und Energie sammeln. Egal wie. Sie wollen damit ein neues Universum schaffen. Das sagen sie wenigstens. Aber alles, was sie sagen, ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir für deine Hilfe bin. Nun kann ich endlich wieder zu meiner kleinen Tochter. Ich würde sagen, das Video, was Ballon-Pokémon? Nun kommt das Ballon-Pokémon bestimmt wieder. Ja, Freitag kommt hier immer Driftlon. Ich würde sagen, das war's für dieses Video. Ich muss jetzt mal eben auf den Skype-Kommentar da antworten und ja, wir sehen uns im nächsten. Ciao.